Wir sind ja heute auf dem Heistmar-Flugplatz. Hier ist heute Tag der offenen Tür und es gibt einiges für Groß und Klein, von Pferdereiten, Zündburgen und natürlich ganz viele Flugzeuge. Aber das ist nicht der einzige Grund, heute hier zu sein. Denn es gibt noch ein Highlight, das sind die Wohnraumhelden. Die haben ein neues Album rausgebracht, Rock'n'Roll Puppentheater. Und dazu geben sie hier heute ein Konzert. Und da hören wir jetzt mal rein. Und ich sehe wie ein Idiot mit dem Herzblatt Hubschrauber nach Bayern, nach Adolf Zell zum Rodeln. Sie hört nicht auf zu seiern. Ihr Mann René mit FDP und fährt die neue Dreier BMW. Mit dem Herzblatt Hubschrauber nach Bayern. So, das hat sich jetzt schon mal ganz gut angehört und war auch ziemlich lustig. Aber ich glaube, die Jungs haben sich noch was viel Größeres überlegt. Meine Heldenhaftigkeit bewegt sich ja, da ist ja eigentlich auf der Bühne da. Und jetzt sind wir gleich richtig heldig, weil wir fliegen gleich in so einer komischen Kiste da. Und das waren wir vorhin schon mit oben und das macht schon ganz schön juckeli-juckeli. Und da spielen wir gleich drin. Und das soll uns erstmal benachrichtigen. Wir sind Helden, wir sind Helden, wir sind Helden. Wir retten die Welt, auch ohne viel Geld. Eben noch auf der Bühne und jetzt schon auf der Startbahn. Die beiden wollen heute nämlich noch hoch hinaus. Warum denn überhaupt in die Höhe? Singst du da höher? Nee, wir wollen auch endlich mal ganz oben sein. Wo habt ihr denn angefangen? Ganz unten. Und jetzt geht's ganz nach oben. Aber für Wohnraumhelden ist die ganze Welt eine Bühne, egal wo man ist gerade. Wir sind nicht gefügig, sondern eher verpeilt. Die Göttin der Musik hat uns ihren Segen erteilt. Grüßt meine Mutter. Kinder alleine ziehende Mütter und ihr da draußen, ohne euch wär's bitter. Wir sind Helden, wir sind Helden, wir sind Helden, wir retten die Welt, auch ohne viel Geld. Rock'n'Roll-Puppentheater geht raus an alle, die schöne Musik mögen und vor allen Dingen sehr gute Texte.